Hallo und herzlich willkommen zur Movie Meets Media hier im Berliner Ritz-Carlton. 10 Tage lang Berlinale 2011. Das sind unzählige Veranstaltungen. Die Movie Meets Media ist da sozusagen der große Kick-Off und sie sind alle gekommen. Die Filmstars und Sternchen, die Reichen, die Schönen, die Regisseure, die Produzenten und die Industriellen. Die Stadt quillt über, unsere Gästeliste auch. Ich freue mich sehr auf den heutigen Abend und bin gespannt, wen ich heute alles vors Mikrofon bekomme. Los geht's! Die Movie Meets Media zu einer Sahneschnitte für Sie? Sören Bauer hat lange daran gearbeitet, das zu der Top-Veranstaltung hier am Platz zu machen. Er hat es geschafft. Da kann ich nur sagen, Chapeau. Er hat klein angefangen, er ist groß geworden, so muss es sein. Movie Meets Media ist für mich entertaining, exciting and connecting people. Also heute kein Partyhopping, Sie bleiben der Movie Meets Media treu. Ich bleibe der Movie Meets Media treu. Ich finde das total schön. Das ist eine schöne Veranstaltung. Ich war jetzt zweimal hier und das ist immer wieder lustig. Man trifft so viele Leute. Und ich habe gar kein Interesse, noch irgendwo anders hinzugehen. Es ist mir viel zu anstrengend. Warum sind Sie hier zur Movie Meets Media gekommen? Na, ich hoffe, ein paar interessante Leute zu treffen. Ich bin für die Medien- und Kulturpolitik in Hamburg verantwortlich. Also möchte ich auch die Hamburger Fahne hier hochhalten. Und Herr Bauer ist ja auch ein Hamburger, vertritt ein Hamburger Unternehmen. Und da ist es doch klar, dass ich auch als Senator komme. Wir haben ja quasi einen riesigen Veranstaltungsmarathon vor uns. Wie viele Veranstaltungen werden Sie denn mitnehmen zur Berlinale? Ja, das ist jetzt gleich die richtige Antwort für Sie. Ich bin nur für Movie Meets Media heute Abend in Berlin. Sind Sie extra für die Movie Meets Media hergekommen? Auch, allerdings kombiniert mit anderen Terminen. Wie viele Veranstaltungen werden Sie denn mitmachen zur Berlinale? Sie werden das nicht glauben. Ich war gestern Abend bei einer Business-Veranstaltung, bin heute Abend hier, weil ich morgen früh schon kurz nach 6 zum Flughafen muss für weitere Termine am anderen Ort. Also ich bin da, wo es die nettesten Gastgeber gibt. Und das ist für mich in dem Fall hier heute Abend der Fall. Wie viele Veranstaltungen werden Sie mitnehmen in der Berlinale? Ja, also da ich aus Hamburg komme, wird mir das sicherlich nicht möglich sein. Das ist hier die einzige Veranstaltung in Berlin. Morgen geht es wieder nach Hause, aber ich werde das verfolgen. Habe auch schon den Auftaktfilm von den Coen-Brüdern verfolgt. Den Medien scheint sehr spannend zu sein. Insofern, ich nehme es wahr, aber persönlich anwesend werde ich nicht sein können. Wir haben Wahlkampf in Hamburg, da habe ich gut zu tun. Die Movie Meets Media musste aber sein von all den vielen Veranstaltungen. Ich habe letztes Jahr hier einen schönen Abend verlebt und die Frau des Bundespräsidenten getroffen, der damals noch nicht Bundespräsident war. Insofern habe ich die auch in sehr guter Erinnerung. Movie Meets Media bedeutet für mich exzellente Organisation, gute Stimmung, und interessante Gespräche und bleibende Erlebnisse. Movie Meets Media bedeutet für mich einen guten Abend, wo man viele interessante und relevante Leute treffen kann, wo man viel Spaß haben kann und immer in einer guten Atmosphäre feiern kann. We'll be right back.
We'll be right back.